So, wir kommen zur nächsten Funktion und zwar der Tabellenfunktion des Taschenrechners, der Wertetabellenfunktion. Das ist meines Erachtens nach eine sehr, sehr hilfreiche Funktion, die leider sehr, sehr wenig Schüler benutzen, obwohl sie eigentlich sehr, sehr einfach ist. Wertetabellen regen nämlich wahrscheinlich jeden Schüler in der 11. Klasse ziemlich auf, weil sie einfach unglaublich viel Zeit fressen und einfach unglaublich sinnlos erscheinen. Und was zum Glück kann der Taschenrechner eben Wertetabellen ganz von alleine erstellen und da werden wir uns jetzt anschauen, wie das eben geht. Um in den Wertetabellenmodus zu kommen, drücken wir oben die Maustaste und wählen danach die 7 für Table. Und da werden wir schon aufgefordert, eine Funktionsgleichung einzugeben. Das sehen wir schon, f von x ist gleich, das heißt, da soll jetzt eine Funktion hin. Und angenommen, wir wollen jetzt die Funktion x Quadrat zeichnen, den Klassiker, wählen wir jetzt eben entsprechend x Quadrat. Und zeichnen diese Funktion. Um jetzt nochmal darauf zu kommen, wie ich das x gemacht habe, falls es jemand noch nicht kennt, um das x zu machen, das sehen wir hier über der Klammer zu in Rot, muss man eben die Alpha-Taste drücken und dann eben auf die Klammer und dann bekommt man eben das x. Das gilt übrigens für alle Buchstaben so. Wenn ich das b zum Beispiel machen möchte, klicke ich eben auf Alpha und dann hier das Punkt, Komma, Komma, Komma und kriege dann eben so das b und so weiter und so fort. Wir nehmen also x Quadrat und wollen das jetzt eben als Wertetabelle haben und drücken deswegen einfach auf das Gleichzeichen. So, jetzt werden wir hier verschiedene Sachen gefragt. Jetzt fragt er hier erstmal Start, was zunächst mal ziemlich verwirrend erscheint. Er fragt allerdings einfach nur nach einem Startwert. Und zwar hat man ja eine Funktion, die zeichnet man ja in ein Koordinatensystem. Und das Koordinatensystem, das ist ja praktisch unendlich lang und irgendwo muss man ja anfangen und aufhören, die Funktion zu zeichnen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Koordinatensystem habe und sage, okay, ich will die Funktion von minus 5 bis plus 5 zeichnen, dann sage ich eben, okay, ich will bei minus 5 anfangen und eben bei 5 aufhören. Also sage ich hier schon Schluss. Jetzt fragt er mich, welche Schritte ich gehen möchte. Und zwar ist eine Wertetabelle ja wie folgt aufgebaut, dass sie mir einen x-Wert gibt und dazu einen dazugehörigen y-Wert. Jetzt kann ich die Schrittgröße wählen. Das heißt, ich habe ihm jetzt schon gesagt, okay, er soll bei minus 5 anfangen und bei 5 aufhören. Also theoretisch weiß er bis jetzt, okay, er gibt mir zu dem x-Wert minus 5 einen y-Wert und zu dem x-Wert 5 einen y-Wert. Aber welche Werte er mir dazwischen gibt, das weiß er noch nicht. Das bestimme ich jetzt. Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach nur noch den y-Wert von minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 haben möchte, wähle ich eben Step 1, weil dann geht er immer einer Schritte. Das heißt, er gibt mir den Wert von minus 5, geht dann einen Schritt weiter, gibt mir den Wert von minus 4, geht einen Schritt weiter, gibt mir den Wert von minus 3. Das heißt, ich kriege bei jeder 1 rüber einen y-Wert und kann dann eben entsprechend meinen Graph zeichnen. Für die, denen das noch nicht genau ist, die können jetzt auch sagen, okay, ich wähle als Step nicht 1, sondern eben 0,5. Dann macht das eben so, dass er sagt, okay, ihr gebt euch bei minus 5 den ersten y-Wert, dann geht er 0,5 rüber, also zu minus 4,5, gibt euch da entsprechend den y-Wert, geht wieder 0,5 rüber zu minus 4, gibt euch da den y-Wert und so weiter und so fort. Und das könnt ihr eben auch mit 0,2 machen oder 0,1 oder 0,0001. Wobei bei so kleinen Schritten euer Taschenrechner sagen wird, ihr habt es noch nicht mehr alle und da wird der Speicher des Taschenrechners einfach nicht mehr mitspielen und er wird eben den Geist aufgeben. Also was heißt den Geist aufgeben? Er wird sagen, nee, lass mal. Deswegen sollte man natürlich schon Schritte wählen, die im Bereich des Möglichen sind. Wir nehmen jetzt einfach mal die Einser-Schritte und drücken eben auf Gleichzeichen und dann bekommen wir eben unsere Wertetabelle. Da sehen wir, okay, bei dem x-Wert minus 5 haben wir den y-Wert 25, bei dem x-Wert minus 4 den y-Wert 16. Bei dem x-Wert minus 3, den y-Wert 9 und so weiter und so fort. Er gibt uns eben jetzt hier zu allen x-Werten entsprechend den y-Wert an. Links stehen übrigens die x-Werte, rechts die y-Werte. Und diese Zahlen hier vorne, das ist einfach nur die Nummerierung. Das heißt, die soll euch nicht weiter interessieren. Ja, und so erstellt man eben eine Wertetabelle. Dementsprechend könnte ich das jetzt hier eben einzeichnen. Ich würde also ein Kreuz machen bei minus 5 auf der x-Achse und 25 auf der y-Achse und so weiter und so fort und kann dann eben ganz einfach meinen Graphen zeichnen. Das funktioniert natürlich auch mit komplizierteren Funktionen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier noch plus x machen und plus 4 oder plus 2 und kann es mir eben die Wertetabelle geben lassen und kann dann eben entsprechend auch diesen Graphen zeichnen. Alles in allem also eine sehr nützliche Funktion, die ich auch nur empfehlen kann, sage ich jetzt mal, zu verwenden. Und ja, ich hoffe, ihr habt alles gut verstanden und schaut euch noch weitere Videos an und dann sehen wir uns entsprechend in den nächsten Videos. Bis dann!